Ob wir jetzt Europameister werden oder nicht, ist jetzt gar nicht mal so wichtig heute Abend, denn wir haben schon einen Europameister für euch mitgebracht. Norman Greta ist zweifacher Redner, also zweifacher Europameister im öffentlichen Reden. Und wenn er jetzt zum Beispiel nicht bei uns hier bei Vitamin B ist, ist er für seinen Großkunden PayPal unterwegs bei Zalando, bei Adidas und auch weiteren großen Größen. Und das, was ihn so besonders macht, ist Emotiontainment. Ja, er hat die Kraft der Begeisterung, die er auch heute Abend in euch wecken wird. Und er ist auch dieser Experte für Zielsetzung. Er wird heute Abend ein bisschen mit euch über Zielsetzung sprechen. Und das Schöne ist, dass er sich selber ein unfassbar großes und tolles Ziel gesetzt hat. Bereits vor 2 Jahren hat er sich für 2020 die Porsche Arena in Stuttgart geangelt, um sie mit 6.000 Menschen zu füllen. Das ist ein großes Ziel. Und er wird euch zeigen, wie man sowas schafft. Ja, und ich freue mich unheimlich, dass er heute Abend hier ist. Begrüßt mit mir gemeinsam den zweifachen Europameister im öffentlichen Reden, Norman Greta. Johann Wolfgang von Goethe sagte einst, Erfolg hat 3 Buchstaben. Tun. Und ich bin mir sicher, ihr kennt alle Menschen, die sehr viel tun in ihrem Leben. Und die schaffen von morgens bis abends und haben irgendwie keinen Erfolg. Kennt ihr solche Menschen? Mhm. Ja? Ich auch. Damit es euch selber nicht so geht, habe ich euch heute ein paar Schlüssel mitgebracht. Ich habe die ein bisschen gekürzt aufgrund der Zeit. Jedoch gibt es einen ganz wichtigen Schlüssel für euren Erfolg. Der wird nämlich unterscheiden, ob ihr erfolglos seid oder erfolgreich werdet. Das ist ein ganz einfacher Schlüssel. Und ihr fragt mich jetzt sicherlich, warum sollten wir dir jetzt 20 Minuten zuhören? Und du erzählst uns was über Erfolg und Schlüssel und was weiß ich, es alles gibt. Ich möchte euch zeigen, was ich die letzten 24 Jahre gemacht habe. Ich durfte mit dem einen oder anderen prominenten Menschen arbeiten. Das ist ein kleiner Auszug dieser Liste und ich zeige es euch nicht, um irgendwie anzugeben, sondern dass ihr seht, dass manche Menschen bekannt sind, man kennt sie, und der Großteil aller anderen Menschen da draußen, die kennt man nicht. Was also unterscheidet die Menschen da oben von den Menschen da draußen? Es gibt ein Geheimnis, was mir alle prominenten Menschen gesagt haben, was sie unterscheidet von all den anderen, warum haben sie Erfolg und warum haben viele andere diesen nicht. Und diesen Schlüssel verrate ich euch ganz am Ende. Ihr müsst noch ein bisschen da bleiben. Da wir jetzt die nächsten paar Minuten zusammen verbringen, möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, euch ein bisschen was zu meinem Background zu erzählen. Die Alina ist so nett, hat schon gesagt, ich bin Experte für Zielsetzung und habe nicht immer so angefangen. Es war nicht immer so locker, fröhlich mit diesen Prominenten. Nein, es war auch irgendwann mal ziemlich ernst. Das war ich. Ein junger Bub mit Schultüte. Und als ich jung war, hatte ich einen Traum, eine Vision. Ich wollte nämlich Fußball spielen. Aber nicht in der Nationalmannschaft, sondern beim SSV Gaisbach. Da geht was. Liebe Freunde, dann bin ich zu meiner Mutter hingelaufen und habe gesagt, Mama, ich möchte Fußball spielen mit meinen Kumpels im Club. Das ist ja toll, Norman. Fußball. Ich glaube, das ist keine gute Idee, weil, weißt du, du bist jetzt nicht der Allersportlichste. Und ich habe so die Befürchtung, du wirst die meiste Zeit auf der Ersatzbank sitzen. Das möchte ich dir ersparen. Von daher, lass mal lieber die Idee mit Fußball. Ein Fußball? Mhm. Sicher? Mhm. Bin ich ein Haustier? Mhm. Also habe ich sehr, sehr früh gelernt, immer schön weiter lächeln. Jedoch bin ich A, kein Teamplayer, B, nicht sportlich und C, mit Tieren kann ich auch nicht umgehen. Dachte ich, gut, der Kindheit, der entfliehe ich mal ganz schnell und gehe in die Schule. Oh, in der Schule wird alles besser. Mein Erdkundelehrer nannte mich dann retardiert. Wusste gar nicht, was es ist. Musste auf das damalige Google. Das heißt, für mich war das ein Büchergeschäft. Hab den Duden genommen und nachgeblättert. Und da stand dann zurückgeblieben. Okay.
Danke für dein Mitleid. Wir sind ein tolles Publikum. Ja gut, aus Sicht der Gesellschaft war ich wohl zurückgeblieben. Also hat es mir in der Schule auch keinen Spaß gemacht. Wen wundert's? Aber ich habe weiter gelächelt. War ja schön. Hab dann eine Ausbildung angefangen, um der Kindheit und der Jugend zu entfliehen. Jedoch mit meinem Durchschnitt gab es nicht wirklich was Sinnvolles. Dank Papa und Vitamin B, nur im anderen Bezug, habe ich dann noch einen Ausbildungsplatz bekommen. Und nach außen hat der kleine Norman immer gelächelt. Das hier durch das Innere ausgesehen haben. Sorry, Michael. So sah es innen aus. Wer fühlt mit, was ich meine? Danke für die Ehrlichkeit. Und ihr kennt das, die jetzt gestreckt haben. Ab und zu passiert, oh, es kommen Menschen des Weges. Oh, das wollte ich nicht. Sorry. Das Lächeln hält. Eines Tages hatte ich die Möglichkeit, nach Hawaii zu fliegen, auf schöne Maui, zu einem Seminar. Und zwar zu einem Seminar von Dr. Wayne Dyer. Leider schon verstorben. Und der Wayne, der hatte eine Gastrednerin dabei, die Mary. Und Mary hatte eine Nahtoderfahrung. Kannte ich gar nicht. Das heißt, sie war klinisch tot, kam jedoch ins Leben zurück, warum auch immer. Und darüber hat sie berichtet. Ich habe mir dann ihr Buch gekauft in der Pause, weil mich das so fasziniert hat, ihre Geschichte. Und mit dem Buch bin ich in der Pause zu ihr hin. Ich sagte, Entschuldigung Mary, würden Sie mein Buch signieren? Und die kleine, ältere, ehemals tote Dame dreht sich um. Und schaut mir in die Augen. Und sie hat quasi einmal durch mich durchgeschaut. Und ich habe nur bei mir gedacht, was hat diese Frau gerade gesehen in mir? Weil ich weiß es nicht. Der Blick war einmal komplett durch. Natürlich, mit so einem Selbstwert traut man sich nicht wirklich zu fragen. Habe mich also wieder hingesetzt. Ich konnte den kompletten zweiten Teil des Vortrags an nichts anderes denken, zu sagen, was hat diese Frau in mir gesehen, was ich nicht weiß? Und habe allen Mut zusammengenommen, bin nach der Pause wieder hin und habe gesagt, Mary, darf ich Sie mal was fragen? Sie haben mich so ganz intensiv angeschaut. Haben Sie was in mir gesehen, was ich noch nicht weiß? Und ich dachte, der nächste George Clooney ist geboren. Und sie lächelt mich an, nickt und sagt, ja, wir müssen jetzt ganz stark sein. Ich habe Gott in dir gesehen. Bitte? Hä? Hä? Ja, nicht falsch verstehen. Ich meine nicht den älteren Herrn mit langem Bart, weißem Mantel und der Kutte, den wir aus Erzählungen kennen, sondern ich meine diese perfekte Kreatur, die alles sein kann, was sie sein möchte, wenn und nur wenn sie selber an sich glaubt. Und mit der Erkenntnis bin ich nach Hause und habe gesagt, wenn eine alte, ehemals tote Frau an mich glaubt, dann werde ich es doch wohl schaffen, es auch zu tun. Und er hat mein komplettes Leben umgekrempelt. Ich habe angefangen, mich weiterzubilden, mit den Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, zu reden. Ich dachte, ja, was unterscheidet die denn? Und irgendjemand kam mir mal des Weges und meinte, Norman, hättest du nicht Lust, was um Redenwettbewerb mitzumachen? Doch, ja. Mach aber nur mit, wenn ich gewinne. Tolle Einstellung. Denn alles andere war für mich Zeitverschwendung und die Dinge, die ich gelernt habe durch die Mary, die prominenten Menschen, dachte ich, die wenden immer das gleiche Prinzip an. Die machen Selbstversuch. Ich versuche das einfach mal und habe es gemacht. Ich habe die erste Runde gewonnen von 4 und habe dann die Urkunden genommen, habe mit Tippex das Datum ausgeweist und habe das Datum der Europameisterschaft eingetragen. Und die habe ich mir aufgehängt. Das heißt, für mich war klar, ich habe das Ding im Sack. Jeden Tag habe ich die Urkunden gesehen, dass ich doch schon gewonnen habe. Habe die zweite Runde gewonnen, habe die dritte Runde gewonnen. Und dann kamen Engelchen und Teufelchen. Und die haben mit mir diskutiert und gesagt, Norman, kannst du wirklich so frech sein und Menschen Monate vorher sagen, dass du der zukünftige Europameister im öffentlichen Reden wirst? Ist das nicht ein bisschen frech? Tschüss. Es ist frech, aber wenn ich nicht an mich glaube, wer soll es tun? Und natürlich habe ich die vierte Runde auch noch gewonnen. Nicht nur einen Preis, sondern beide Preise. Mit dem gleichen Prinzip,
darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch sprechen, dass ihr dieses Tool an die Hand bekommt, was euch von Zero zu Hero bringen kann. Wenn und nur wenn ihr anfangt, an euch selber zu glauben. Denn der einzige Unterschied zwischen dem da vorne und dem da draußen ist ihr. Wir haben einen Plan. Und ihr wisst, Jörg hat schon gesagt, warum? Warum will ich das Ziel erreichen? Denen ist das glasklar. Jetzt gehst du da raus und fragst, warum willst du denn Geschäftsführer werden? Da habe ich ein großes Auto. Ja, reißt dich des Morgens aus dem Bett? Ich glaube nicht. Das heißt, warum und wozu möchtest du dein Ziel erreichen? Da schauen wir uns zwei, drei Dinge an in den nächsten paar Minuten, dass ihr wirklich mit was Greifbarem in der Hand rausgehen könnt und sagen, ja, wenn ich möchte und bereit dazu bin, werde ich diesen einen Schritt machen in eine ganz andere Zukunft. Sag nicht in eine bessere. Weil ob die besser wird oder nicht, habt ihr selber in der Hand. Was ist denn der Hauptmythos Nummer 1 beim Thema Persönlichkeitsentwicklung? Ich zeig's euch. Ein kleiner, aber feiner Satz, der da lautet, das schaffe ich ja nie. Kennt ihr Menschen, nehmt euch mal selber raus, kennt ihr Menschen, die diesen Satz schon mal zu euch gesagt haben? Darf ich mal Hände sehen? Bitte, vielen Dank. Das sind über 90%. Das hat euch jemand gesagt, richtig? Ab und zu sagen uns das selber. Wenn wir ehrlich sind, sagt uns das zu oft. Selber. Ach, das schaffe ich nicht, da bin ich nicht gut genug, ach, da habe ich das Geld nicht, da habe ich keine Beziehungen. Und dann sieht das im Endeffekt so aus. Das ist ein Foto von einer unserer Weihnachtsfeiern. Ich möchte eure Aufmerksamkeit aber nach oben links lenken. Null Bock. Und zu diesem Null Bock würde ich gerne ein kleines Experiment mit euch machen, wenn ich darf. Dazu steht mal bitte ganz kurz auf. Wir simulieren jetzt alle mal null Bock. Ich weiß, manchen fällt es nicht sehr schwer, aber die sind zum Glück heute nicht da. Das heißt, wo ihr vielleicht gerade noch aufrecht steht, lasst einfach mal die Schultern hängen und steht so nach dem Motto, jetzt hat er 5 Stunden erzählt und uns mit PowerPoint totgeschlagen. Genau so eine Stimmung haben wir. Und ich würde euch gleich gern bitten, ich gebe euch das Zeichen, bitte noch nicht machen, dass ihr gleich eure Nachbarn begrüßt. Eben mit null Bock. Das heißt, ihr dreht euch nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, je nachdem, wo Menschen stehen und krummelt die an. Ihr müsst noch nicht mal reden. Solltet ihr jemand anders die Hand geben, dann bitte, also wir nennen das bei uns toter Fisch. Wisst ihr, was ich meine? Ihr greift die Hand des anderen und das ist so. Und das ist okay. Kein Lachen, kein Spaß, null Bock. Er hat durchgesoffen die ganze Nacht. So wie sich das morgens anfühlt, wenn er kommt an und ich sage, hey! Genau so eine Stimmung brauchen wir jetzt. Macht ihr da mit? Seid ihr dabei? Ja! Ah, das ist viel zu fröhlich. Viel zu fröhlich. Da ziehen wir gerade mal 80% ab. Seid ihr dabei? Ja! Perfekt, vielen Dank. Ich zähle euch ein in 3, in 2 und in 1 und los geht's. Vielen Dank, das sah sehr gut aus von hier oben. Wer sagt jetzt zu sich selber, sagt, er weiß gar nicht, was der Kasper da vorne macht. Ich mache das jeden Tag so. Was soll ich denn sagen? Keiner? Sehr gut. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, kriegst eine Handschuhe des Wasser. Ich würde diese Übung gerne leicht modifizieren. Minimal, und zwar von Null Bock zu Power und Energie. Wer hat sein Instrument dabei? Oh, was spielt ihr denn? Blockflöte. Akkordeon, das ist schön. Ihr habt natürlich euer Instrument dabei, die Kiste hier. Da, wo die Schultern jetzt vielleicht noch nach vorne gehen und hängen, stellt ihr euch bitte mal aufrecht hin. Die Damen, ihr stellt euch bitte vor, ihr tragt eine kleine Krone, die darf nicht vom Kopf fallen. Die muss da drauf bleiben. Für uns Jungs!
Ja. Für uns Jungs, wir stellen uns vor, wir tragen eine Burger King Krone. Ja? Ohne die Laune runterfallen. Ihr simuliert jetzt in der nächsten Runde, auch bitte erst zuhören, bevor ihr das macht, dass die Person links, rechts, vor, hinter euch eine ganz alte Freundin ist oder ein ganz alter Freund. Ihr kennt euch aus dem Sandkasten, ihr kennt euch aus der Schule, vom Studium oder aus der U-Haft. Das ist ganz egal. Und ihr habt euch bestimmt 10 Jahre nicht gesehen. Wenn es die letzte Kategorie trifft, die letzten 15. Und ihr seid so fröhlich, die Person wieder zu sehen, dass ihr euch high-fived. Muss mal kurz gucken nach dem Altersdurchschnitt hier. Weil das ist, man lernt ja immer dazu. Sagt immer, ah, gebt euch high-five. Und habt dann bei so einer älteren Gruppe gesehen, die wissen nicht, was high-five ist. Also, beziehungsweise einer wusste es, der hat dann den hier gemacht. Beim anderen war es high-hat. Weil es macht das gleiche Geräusch, nur tut's weh. Das wollen wir jetzt nicht. Daher high-five heißt, beide Hände treffen sich in der Mitte. Das dürft ihr machen. Ihr dürft euch umarmen, ihr dürft euch freuen, ihr dürft Spaß haben. Für die gemischten Reihen, ihr dürft euch gerne küssen. Für die reinen Herren und Reihen, auch bei der Platzwahl. Ja, stimmt. Den Fehler habe ich schon mal gemacht in Köln. Dann rief einer aus dem Publikum und sagt, wir sind hier in Köln. Ich sag, gut, dann küsst ihr voll. Auf jeden Fall macht das mit Power und Energie. Seid ihr bereit? Ja! In 3, in 2, in 1 und los geht's! Darf ich euch eine Frage stellen? Wer hat einen Unterschied bemerkt? Zwischen Animal. Erst überlegt noch, was mache ich hier eigentlich? Mist, das hat kostet da noch Eintritt. Frechheit. Also ich denke, alle haben einen Unterschied bemerkt. Und die Frage, die wirklich wichtige Frage, die sich mir stellt, ist wie folgt. Was musste passieren, dass ihr von Zero to Hero gekommen seid? Ich habe keinen gesehen, der da hinten an die Bar muss und einen Kaffee trinken. Ich habe auch niemanden gesehen, der sagen muss, er muss das mal raus, eine rauchen. Ich habe auch keinen gesehen, der sagt, brauche das mal Bier, damit ich auf Trab komme. Der einzige Unterschied zwischen Zero und Hero in diesem Experiment war, dass ihr einen kleinen Schalter im Kopf umlegen durftet, auf dem steht, ja, ich will. Der Fokus hat sich verändert, vielen Dank. Ganz genau. Der Fokus hat sich verändert. Und er hat gesagt, ja gut, es wird schon keiner sterben, ich mach mal mit. Raucht bitte so viel, wie ihr wollt. Trinkt so viel Kaffee, wie ihr wollt. Trinkt so viel Bier, wie ihr wollt. Ist ganz egal. Nur gebt diesen Sachen nicht die Macht und sagt, ich komme morgens nicht aus dem Quark, bevor ich meine 3 doppelten Espresso habe. Eine Ausrede. Und wenn ihr nicht zufrieden seid in eurem Leben mit gewissen Dingen, mit den Finanzen, mit dem Job, mit dem Partner, mit allen 3, wer fühlt sich eine Frage? Mal Jörgs tolle Kreide nehmen. Aus der Waldorfschule gestohlen. Wenn ihr zufrieden seid in eurem Leben, ist alles super. Wenn ihr nicht zufrieden seid, regt ihr euch in der Regel auf. Auch das kommt nicht von einem externen Einfluss, sondern von innen. Nehmen wir mal an, euer Leben ist ein Apfelbaum. Und diese Äpfel stehen für finanzieller Erfolg, toller Job, tolle Beziehung, tolles Auto, tolles Haus, was auch immer ihr wollt. Und ihr seid mit Dingen nicht zufrieden. Was machen wir denn grundsätzlich? Wir schütteln an diesem Baum und hoffen, dass der Apfel runterfällt und dann alles besser wird.
Denn wir wollten ja die Äpfel haben. Wir wollten nie in die Firma des Papas einsteigen. Was wir schütteln an diesem Baum. Der Baum fällt, nicht der Baum fällt runter, der Apfel fällt runter. Wenn ich jedoch Birnen möchte und habe einen Apfelbaum, was bringt es, wenn ich die Äpfel runterschüttel? Nix. Die kommen wieder. Jetzt könnt ihr ja sagen, ich bin clever, ich säge mal ein paar Äste ab. Wachsen nach. Können sogar clever sein, sagen, ich säge den ganzen Baum ab. Nehmen wir mal an, der wird nachwachsen. Würde da jemals ein Birnenbaum draus werden, selbst wenn ich den komplett absäge? Nicht wirklich, muss ich gerne noch fragen. Ja, ich komme vom Land, da weiß man sowas noch. Wenn ihr mit den Früchten, mit den Ergebnissen eures Lebens nicht zufrieden seid, bringt es nichts, wenn ihr euch um das Außen bemüht. Ihr müsst wo ganz anders anfangen. Die Grundlage des Apfelbaums ist was? Es ist ein Samenkorn, ganz hier unten. Aus diesem Samenkorn erwächst die Wurzel, der Baum und die Früchte. Eure innere Einstellung ist der alles entscheidende Unterschied. Was ihr denkt, was ihr fühlt, was ihr meint, dass die richtige Meinung zu euch selber ist, ist das Samenkorn. Und es wird wachsen. Es ist ein Naturgesetz. Für alle, die keinen Garten haben, was du einpflanzt, das wird wachsen. Also du kannst keinen Apfelsamen einpflanzen und Trauben erwarten. Das geht nicht. Naturgesetz. So ist es auch in eurem Leben. Wenn ihr also Dinge verändern wollt, müsst ihr nicht im Außen anfangen, sondern wo? Im Innen. Im Innen. Natürlich im Innen. In den 50er Jahren war ein Zirkus zu Gast in Antwerpen in Belgien. Und dieser Zirkus war unter anderem Heimat von 14 ausgewachsenen Elefanten. Und die Vorstellung lief am Nachmittag mit den Artisten, mit den Jongleuren, mit dem Zirkusdirektor und den Elefanten. Und die Vorstellung lief am Abend. Und am Ende der zweiten Vorstellung gingen die Menschen wieder nach Hause, gingen ihres Weges. Und als sie alle zu Hause waren, gab es ein Feuer in diesem Zirkus. Und die Flammen von diesem Feuer schossen gefühlt kilometerweit in den Himmel. Und die Menschen liefen wieder zusammen aus allen Regionen, denn die haben diesen Lichtkegel gesehen am Horizont, dieses brennende Zirkuszelt. Und sie haben nicht nur den Lichtkegel gesehen, sie haben auch die Schreie gehört von diesen 14 ausgewachsenen Elefanten. Denn die standen da mittendrin. In diesem Feuer. Warum standen die denn da rum? Die waren angekettet. Massive Ketten. Jedoch waren die Ketten an einem sehr morschen Holzzaun angebracht. Also gehe ich mal davon aus, dass ein erwachsener Elefant die Kraft gehabt hätte, sich davon loszureißen. Warum hat es keiner der 14 gemacht? Dressiert, ganz genau. Die hatten als kleine Elefantenbabys hatten die sogenannte Dornenketten um die Beine. Da waren Dornen nach innen. Das heißt, immer wenn der kleine Elefant versucht hat, sich nach vorne in die Zukunft zu bewegen, hat er sehr schnell gespürt, dass sich die Dornen in sein Fleisch gebohrt haben. Und er hat es nach sehr kurzer Zeit aufgegeben, es zu versuchen, denn er wusste, weglaufen heißt Schmerz. Somit lieber da. Die hätten Elefanten an einer Stück Schnur anbinden können, sie werden nicht weggelaufen. An diesem Abend verbrannten alle 14 Elefanten. Sehr tragisch. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, hast du vielleicht noch so eine Dornenkette? Das heißt, aufgrund von Erfahrung von früher, die so weh tut, dass du es gar nicht mehr versuchst, in eine andere Richtung zu gehen. Wisst ihr, wie man das heute nennt? Erlernte Hilflosigkeit. Wir haben so lange sind wir stehen geblieben und haben es nicht versucht, weil es irgendwann mal so weh getan hat. Wir hätten die Chance wegzulaufen und es anders zu machen. Und wir nutzen es einfach nicht. Weil die Emotion so tief sitzt. Versucht's. Egal wie weh es tut. Besser versuchen und wegkommen, als im Feuer unterzugehen. Die Emotionen sind so immens wichtig, dass ich euch gern auf eine kleine Reise mitnehmen würde.
Wir gehen nämlich zu einem Konzert. Alle zusammen, es gibt Freikarten. Wir gehen nämlich, und jetzt haltet euch fest, zu the one and only Justin Bieber. Yes. Woo. Danke euch beiden, ihr seid grandios. Der Rest hat keinen Bock auf Justin Bieber. Hallo? Hallo, er ist der King. Tja, war ich noch nicht Justin Time. Er ist der Bruder von Justin Bieber. Egal. Justin Bieber gefällt euch nicht, okay, für die Jungs vielleicht jemand anders, jemand moderneres. Gut, er ist auch modern. Oh, wie wär's, wir gehen zusammen zu, jetzt kommt's, zu Rihanna. Woo! Aha, das sind zwei, drei mehr. Zumindest die Jungs, wenn sie das Bild angucken, dann werden sie sagen, da wird es. Ja, das sind alle über 18. Und schon werden Fotos gemacht. Ja. Also den ganzen Abend schläft er so, alles ab. Wir stellen uns mal vor, wir alle sind gemeinsam bei Rihanna und es ist der Oberkracher. Und ihr habt einen Lieblingssong. Und dieser Song ist Under Your Umbrella, Ella, Ella, Under Umbrella. Jetzt kommt er im ersten Teil nicht. Und ihr wartet da drauf und sagt, die hat den Song nicht gemacht. Den Schirmsong, Umbrella. Aber sie war stets bemüht, die Lichtshow war ganz gut. Ja, muss ja weggucken. War ganz okay. Das heißt, wo ihr normalerweise 100% Applaus geben würdet, gebt ihr jetzt nur 60%. Macht euch das vor, wie es bei mir aussieht. Wenn ich 100% gebe, dann klatsche ich laut, mache ein Wuhu, ein und ich spring auf. Wenn ich jetzt noch nur 60% gebe, mache ich kein Wuhu und kein und ich bleibe auch sitzen. Das heißt, jeder hier im Raum hat andere 100%. Daher hilft es jetzt nichts, beim Nachbarn abzuschauen, was macht er oder sie. Jeder ist jetzt für sich und denkt, okay, wenn ich Vollgas gebe, 100%, ja, zieh mal 40% ab, das könnte dann so und so klingen oder aussehen. Das heißt, die Aufgabe ist relativ klar, ihr klatscht mit mir gemeinsam, 60% Power, für 3, 4, 5 Sekunden. Hallo Rihanna, tut mir leid. Ihr klatscht für 3, 4, 5 Sekunden, 60%. Mission verstanden? Ja. Sehr gut. Ich zähle euch wieder ein in 3, in 2, in 1 und 60. Vielen Dank. Schließt mal wieder eure Augen, geht in euch rein, fühlt in euch rein. Hat sich was verändert, hat sich was bewegt? Also bei mir selbst nicht so wirklich. Ich denke bei euch auch nicht. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Oh, jetzt kam der zweite Teil. Was hat gefehlt? Ihr wisst, jetzt hat der Song gefehlt. Jedoch, es war schon viel besser. Das heißt, zum Ende des zweiten Teils geht ihr Rihanna 90% Applaus. In meinem persönlichen Fall wäre das ein bisschen lauter klatschen, ein leichtes Hup und einen Hüftschwung können wir ansetzen. Aber aufstehen ist noch nicht. Wollt ihr nicht übertreiben? So gut war es jetzt auch nicht. Das heißt, Aufgabe ist klar. Ich zähle euch wieder ein, 90% Applaus für Rihanna, wieder 3, 4, 5 Sekunden. Dann sehen wir weiter in 3, in 2, in 1 und 90%. Vielen Dank. Schließt bitte eure Augen, fühlt in euch rein, hört in euch rein. Hat sich was bewegt? Hat sich was verändert? Ja, die Hände sind ein bisschen wärmer. Ansonsten, also bei mir nicht so wirklich, ich glaube bei euch auch nicht. Dürft ihr Augen wieder aufmachen? Klar. Klar? Da war klar. Der hat sich mehr bewegt, oder? Ja, das hoffe ich. Ja. Zwischen 60 und 90, wenn sich da nichts bewegt, wäre suboptimal. Ah, danke für den Hinweis. Jetzt sind wir am Ende des Programms und es gab eine Zugabe. Wisst ihr, was sie gespielt hat? Und sie hat Justin Bieber gecovert. Um die drei Justin Bieber Fans davon auch noch abzuholen. Und alles, was ihr toll findet, hat die gecovert. Gefällt euch? Helene Fischer hat Rihanna auch noch Helene Fischer gesungen. Das heißt, ihr seid total am Ausrasten und sagt, das war das beste Konzert, auf dem ich je war. Und ihr gebt 120%.
Fleißbienchen. Und auch ein Glas stilles Wasser. Wollen wir nicht übertreiben. Ihr rastet total aus. Und ich weiß, ein Mathematiker ist immer drin, der dann sagt, hey, halt, es geht doch maximal nur 100%. Jawohl, Herr Lehrer. Diese extra 20%, das ist für eure Leidenschaft. Da, wo die Power ist, da, wo der Dampf unter der Haube ist. Für eure Hobbys, für eure Beziehung, für euren Job. Für alles, wo ihr richtig Spaß habt, das sind 20% extra. Das heißt, wenn ihr schon laut klatscht und Huhu macht und den ihr und aufsteht und pfeifen könnt, das ihr doch nicht tut, dann pfeift jetzt bitte. Falls ihr die Menschen seid, die bei Standing Ovations immer am Ende aufstehen, weil sie sagen, ach, jetzt sehe ich nichts mehr. Auch mal gucken, dann schießt ihr in die Höhe, wie mehr verdient. Wenn ihr das alles schon macht, damit es keine Krawatten. Dann schüttelt euer Nachbarn oder macht irgendwas, was euch über eure 100% bringt. Selbst wenn euer Nachbar jetzt so drin sitzt. Hey, das sind seine oder ihre 120%. Alles okay? Mein Freund, gut, dass du da bist. Gibt's immer. Danke, mach ich nicht. Verstehe ich nicht. Was soll der Scheiß? Das heißt, ich zähle euch dann wieder ein, bis der Mann soweit ist, dass wenn wir in diesen Song reingehen, hier dieser Raum explodiert. Ich möchte, dass Berlin denkt, dass gerade auf der Waldbühne mit gefühlt 70.000 Rihanna-Fans das Konzert vorbei ist. Das müssen wir jetzt simulieren, dass der ganze Stadthalter denkt, wow, was hier passiert? Und ich bin mir sicher, ihr seid da dabei. Ich frage nicht. Bringt euch schon mal in eine Position, in der ihr weder euch noch eure Nachbarn verletzt. Bleibt sitzen. Ich zähle euch ein. Mach mal ein Jackett schon mal auf. Macht euch bereit, wir starten bei Rihanna. Gebt 120%. In 3, 2, 1, und oder irgendwo zwischendrin 60% geben oder 90%. Habt ihr jetzt gerade gespürt, es macht weder für euch selber noch für alle anderen in eurem Umfeld einen Unterschied. Könnt ihr gerade vergessen, das könnt ihr lassen. Macht keinen Unterschied. Wenn ihr nicht mindestens 100% gebt oder drüber, werdet ihr diese Welt nicht verändern. Und das ist sehr schade. Denn wir alle haben das Potenzial dazu. Und das habt ihr gerade gespürt. Daher, wer jetzt sagt, oh, das ist alles interessant, jetzt weiß ich, von innen kommt es, man muss nach außen und Power und 120%. Ich weiß es doch nicht so ganz, wie ich das machen soll, weil ich habe noch kein Ziel und keine Vision. Möchte ich euch eine Homepage an die Hand geben. Die da lautet topinspirator.de. Da könnt ihr euch, wenn ihr das möchtet, einen kostenlosen Visionsreport runterladen, wo ganz fiese Fragen drin sind, die da zum Beispiel lauten, stell dir vor, du hättest nur noch ein Jahr zu leben, was würdest du sofort aufhören zu tun? Wenn deine Top-Antwort ist, ich würde sofort meinen Job kündigen. Hallo? Warum machst du den Job noch? Musst du erst warten, bis die Uhr auf ein Jahr abgelaufen ist? Oder ist es jetzt an der Zeit, sich was anderes zu suchen und mit diesen tollen Menschen hier zu vernetzen? Wäre eine Idee. Zudem bekommt ihr eine 27-tägige Videoreihe, also jeden Tag kommt ein kleines Video zwischen 1 und 3 Minuten, denn wir brauchen ungefähr einen Monat, bis etwas zu einer Gewohnheit wird. Und die Videos werden euch helfen, dass ihr euch daran gewöhnt, von innen heraus Dinge zu verändern. Sind ganz einfach umzusetzen, ich habe es auch hinbekommen. Und jetzt, meine lieben Freunde, kommt der allesagenumwobene Schlüssel, was alle erfolgreichen Menschen gemeinsam haben. Und das Geheimnis ist in einem Satz zusammengefügt, nämlich, mache mehr von dem, was dich wirklich glücklich macht. Mache mehr von dem, was dich wirklich glücklich macht im Inneren. Wenn jeder nur noch das machen würde, was in ihm brennt, was da raus möchte, dann würden wir uns keinen Kopf mehr machen über Servicewüste Deutschland.
Oder ich mache einen Job, der macht mir keinen Spaß. Stell dir das mal für eine Sekunde vor. Du machst nur noch Dinge, die wirklich deinen 120% entsprechen. Da wärst du doch unaufhaltbar. Und ich weiß, einige hier im Raum machen das. Die machen das schon. Denn wenn ihr das eine ganze Weile macht, weil euch sieht so innen aus, dann könnt ihr, wenn ihr diese Tools einfach umsetzt, zurückgehen und sagen, ja, guck nochmal nach innen, denn von innen kommt ja alles. Und dann stellt fest, das Ding wird wieder heilen. Wenn ihr es versucht. Und deswegen sind wir gerade dran, eine Be Yourself Academy zu gründen, wo wir Menschen helfen, dass sie sich selber sein können. Und zwar jeder hat Stärken. Und sagen, wenn ich dir eine Geschichte, wo wie Konstantin zum Beispiel, war letztes Mal da, großartiger Redner, er hat eine Geschichte in sich, der muss auf eine Bühne. Er kann Leute inspirieren wie euch. Und auch da werden wir die Leute ausbilden, dass sie das hinbekommen und nicht Death by PowerPoint machen mit ihr, wie es Björn gesagt hat, Schriftgröße 10 und sonstigen Sachen. Und das ist das Ansinnen auch von diesem Abend, die Idee von Schaffer, Menschen zu vernetzen, die erfolgreich sein möchten und vielleicht einfach nicht wissen, zu wem kann ich gehen, wer denkt denn ähnlich wie ich, wer ist denn nicht so negativ wie die alle da draußen. Die sind hier. Einer. Freiwillige Meldung, super, einer ist positiv. Die anderen auch. Und dann bleibt mir nichts anderes, als euch zu danken für, jetzt wird es sehr interessant, für eure Lebenszeit. Denn die Lebenszeit ist das kostbarste Gut, das wir alle haben. Keine Sekunde Lebenszeit kannst du für Betrag X zurückkaufen. Die ist weg, die ist durch. Und ihr habt jetzt eure Lebenszeit geteilt mit Ali, mit Jörg, mit mir, mit Jaffa, mit uns allen. Und da möchte ich stellvertretend für uns alle Danke sagen, dass ihr sagt, ich wende diesen Abend auf und investiere meine Lebenszeit, um neue Dinge zu lernen. Und dafür herzlichen Dank und zurück zu Ali.